Wir feiern ja 2020 den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Die Kombination klassische Musik, Digitalisierung ist überhaupt nicht weit hergegriffen, sondern ganz aktuell in der Welt auch der Musik. Wir haben das aufgegriffen, dankenswerterweise auf Initiative der Österreich Werbung. Ein tolles Projekt, die Teams haben großartig zusammengearbeitet und wir sind sehr happy. Wir sind der Überzeugung, dass Augmented und Virtual Reality niemals ein Gegensatz zur analogen Welt sind, sondern immer komplementär dazu funktionieren. Also wir glauben nicht, dass weniger Gäste nach Wien kommen, wenn wir perfekt aufgestellt sind bei der Augmented oder Virtual Reality, sondern im Gegenteil, man kann sich zusätzlich inspirieren, man kann zusätzliche Informationen kriegen und man kann trotzdem, das ist uns wichtig, die Stadt, das Land erkunden und auch persönlich noch erleben. Und wir glauben, das ist kein Gegensatz, sondern es ist ein Zeichen der Zeit. Wir müssen da mit der Zeit gehen und wir wollen auch mit der Zeit gehen. Und auch dieses Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür.